Das Militärsystem von Siedler 5 ist wesentlich anspruchsvoller als das der Vorgänger. Sie steuern nicht mehr einzelne Soldaten, sondern nur noch Anführer. Die rekrutieren sie in Kasernen. Alright. Der Anführer wiederum hat einen kleinen Knopf unten, mit dem holt er sich bis zu 12 Leute als Trupp heran. Quite so. Certainly, my lord. Praktisch nach Schlachten, die laufen einfach zu der Kaserne und können dann den Trupp wieder auffüllen. Wer in Universität und Kaserne fleißig forscht, darf seine Truppen bis zu dreimal upgraden. Unsere Bogenschützen hier haben zum Beispiel gerade Armbrüste bekommen. Außerdem sammeln die Männer im Kampf Erfahrung. Yes. Mit 4 einfachen Formationsbefehlen bringen sie Ordnung in die Reihen. For you. Information! Eine Premiere für die Siedlerreihe. Okay. Erstmals reitet auch Kavallerie mit, die sie hier im Stall anheuern. Auch hier gilt, wer fleißig forscht und upgradet, darf bessere Reiter ausbilden. Certainly, my lord. Yes? I agree. Für die höchsten Ausbaustufen der Soldaten müssen sie auch die Kaserne selber upgraden. Die sieht dann etwas so aus. Etwas hübscher, oder? In dieser Ausbaustufe gibt's jetzt diese kleinen Trainingsanimationen, hier bei unserem Anführer schön zu sehen. Ob die auch Auswirkungen auf die Kampfkraft haben werden, steht allerdings noch nicht fest. Jetzt wollen wir unsere getunte Armee natürlich auch in eine große Schlacht führen. Dazu legen wir uns mit den Banditen an, die diese Karte hier bevölkern. Man sieht, auch die haben Kavallerie, aber unsere Männer sind stärker. You are under attack. With pleasure.